und herzlich willkommen zurück zu Witcher. Und wir müssen jetzt wahrscheinlich zu dem Turm. Jetzt. Da muss sie drin. Da oben steht diese abscheuliche Kreatur. Vielleicht damit angreifen? So. Ah, ein Dienst der... Endlich ist das Ungeheuer tot! Warum seid ihr hier? Ich hörte, die Soldaten kämpften gegen eine Striege. Daher wollte ich Vizimas berühmte Striegenprinzessin selbst einmal sehen. Das ist zwar keine Striege, aber dennoch interessant. Werdet nicht zu euphorisch, Kalkstein. Ich werde diese Soldaten dafür bezahlen, dass sie die Überreste in mein Labor bringen. Und später werde ich... Moment. Wenn das keine Striege ist, was dann? Eine Kombination aus Alchemie, Genetik, Biologie und schwarzer Magie. Ein Mutant wie ihr. Ich kann es kaum erwarten, mir das näher anzusehen. Wie ich? Ähnlich. Magie und Alchemie beschleunigen die Mutation. Die Nebenwirkungen sind praktisch unkontrollierbar. Es ist höllisch schnell und stark. Um mehr zu erfahren, müsste ich es sezieren. Ich denke, ich weiß, wer dahinter steckt. Wisst ihr, woher es kam? Die Soldaten sagten, es kam aus dem Friedhof im Sumpf. Nehmt diese Schriftrolle. Sie enthält die Formel für einen mächtigen Trank, der euch hilft, die Striege zu bekämpfen. Die Salamandra werden kühner. Beschleunigte Mutation und Experimente an Menschen sind eine schmutzige Sache. Und alles basiert auf gestohlenen Hexergeheimnissen. Die ihr seit Jahren hütet, ohne der Versuchung zu erliegen. Herzlichen Glückwunsch! Na gut, aber was ist mit dieser Striege? Wenn sich die Soldaten irren, ich hörte Gerüchte über gewisse Ereignisse im Sumpf. Was für Gerüchte? Macht schnell! Es heißt, in der alten Kapelle dort wurde eine Leiche gefunden, auseinandergerissen. Der Dickdarm soll 1,5 Meter lang gezogen gewesen sein, die 6,5 Meter Dünndarm darum gewickelt. Das reicht. Danke. Nein, verschwinde doch nicht. Wir müssen zum Feldlazarett. Ab da rein. Eieiei. Was ist mit der Striege passiert? Falscher Alarm. Ein Mutant hat die Soldaten angegriffen. Braucht ihr Hilfe? Nicht mehr als jeder andere. Lasst mich entscheiden. Shani. Ihr scheint wohl auf zu sein. Habt ihr keine Angst, dass die Ritter des Ordens oder die Elfen auftauchen könnten? Beide denken doch, ihr versorgt den Feind. Für mich sind das keine Feinde, nur Verwundete. In diesem Krankenhaus unterscheiden wir nicht zwischen Völkern und politischen Standpunkten. Das habe ich in Brenner gelernt. Rotschopf hat dort Nilfgaarder und auch unsere Leute behandelt. Einen Patienten hat er sogar mit seinem Körper geschützt, als Elfen kamen. Hoffentlich habe ich auch den Mut, meine Patienten zu beschützen. Ich bin sicher, das werdet ihr. Allerdings wäre es mir lieber, ihr würdet fliehen. Schön zu hören. Warum erzählt ihr mir das alles? Was war das für ein Geräusch?
verabscheuen. Ihr behandelt Menschen, wie ich sehe. Wir verwunden sie, damit sie sterben, und ihr behandelt sie wie unlogisch und in höchstem Maße gegen unsere Interessen. Raus aus meinem Krankenhaus. Auf den Straßen könnt ihr euch nach Herzenslust gegenseitig umbringen. Aber lasst euch hier nicht mehr blicken. Shani, Vorsicht. Tötet die Däune. Zuerst du. So. Ihr werdet sterben, Mensch. Tja. Heilen hat wohl nichts mehr gebracht. Jetzt brauchen wir wieder dich hier. Hallo, komm. Kämpf, haltet sie auf. So. Aber müsste der die dann, wenn jetzt hier einer verletzt werden müsste, müsste die dann nicht auch trotzdem behandeln? So, rein theoretisch und... So, und... Das soll es gewesen sein. Ja. Sie wollten die Verwundeten abschlachten. Wie kann man nur so tief sinken? Ich habe in der Stadt Schlimmeres gesehen. Danke. Im Namen aller Patienten. Die dürften euch nicht mehr behelligen. Auf bald. Leb wohl. Kommt schon, ihr Dreckskerle! Ich schneide euch die Eier ab! Wartet. Die Geschichte wiederholt sich. Aber dieses Mal schneiden wir euch mehr als nur die Hand ab. Versucht es, Elfenabschaum. Ich bin die weiße Ryla. Ich fürchte mich nicht vor euch Elfensadisten. Ja. Kämpf, haltet sie auf! Das Heilen bringt ja nichts. Okay, zweimal heilen ist unfair. Lässt du es mal? Euer nächster Schritt ist euer letzter. Oh, das Heilen, das nervt. Komm, greif bitte an. Okay, wir müssen eine 6 reinhauen. Siehst du nicht, dass ich mich gerade hier heile? So, die ist weg. Wütend gemacht. Komm. Geralt, was soll das wieder hier? Geralt, angreifen! Was? Ich hätte es schon geschafft. Trotzdem, danke. Nicht der Rede wert. Kommt, unterhalten wir uns irgendwo, wo es sicherer ist. Ah, lass mich in einfacher Ruhe, Arschloch. Na, komm da rein. So. Wir müssen die Barrikade angreifen und die Position halten, bis Verstärkung eintrifft. Wenn wir uns zurückziehen, kontrollieren die Skoyatel fast ganz Alvysima. Moment noch. Ich muss mit Ryla reden. Als Krieger seid ihr fast ein Ideal. Fast? Ja, fast. Auch wenn euch kein Mann besiegen kann, könnte eine Frau?
Ihr meint euch selbst? Möglicherweise, aber ich meinte es eher allgemein. Ihr würdet nie eine Frau schlagen oder zumindest würdet ihr zögern. Das glaube ich nicht. Lass die Tiefstapelei, Geralt. Wir wissen beide, dass ein Gewissen tödlich sein kann. Zögert, und ehe ihr euch verseht, habt ihr eine Klinge im Leib. Meine ich gerade das Ohr schlagen? Irrt ihr euch. Ich werde es euch beweisen. Wir beide wissen, dass ihr niemals das Schwert gegen eine Frau erheben würdet. Ich kenne andere Mittel und Wege, euch zu zähmen. Ha! Beweist es, wenn ihr könnt. Okay, wir müssen jetzt kämpfen. Oh. Ah, Level Up haben wir leider nicht. Ah, ein bisschen hätten wir noch. Naja, dann schlafen wir mal bis zum Morgen. Okay. Ich hab einfach mal mitten im Kampf oben gemacht. So. Dann gehen wir wieder. Speichern. Ist gut. Sterbt endlich! Oh. Ryla sitzt an der Barrikade fest. Wir müssen ihr helfen. Gehen wir. Wir nehmen sie in die Zange. Angriff! Renn doch nicht weg. Angriff! Ach, du wirst hier sterben. Angriff! So. Angriff! Töte! Ich verabscheue euch, Leute. Du Erdteil-Axtkämpfer, wird auch einen Schritt weiter. Verstanden? Sofort. Angriff! Tötet! Na komm her. Sterb endlich! Für die Flammenbrust, oh, Angriff! Tötet! Gut. Oh, was jetzt? Das Gebiet ist gesichert. Wir müssen die Barrikade durchbrechen. Und was dann? Wir müssen zur anderen Flanke. Zu Ryla. Ihr seid kein Ritter. Doch euer Schwert ist willkommen. Geld. Oh, das sieht verdammt nach vielen aus. So. Siegfried? Ey, hallo? Kämpft! Haltet sie auf! Mal. Merkst du schon, dass du nervst, ne? Macht doch nur das Schaden.
So, jetzt bist du weg. So, jetzt der nächste Zwerg. Okay. Machen wir... Muss ich einfach mal einen kurzen Prozess noch. Und... Fällig. Du kleiner hässlicher Zwerg, du. Heilige Scheiße, ihr seid hier. Dieser verdammte Ort geht vor die Hunde. Bei meiner Ehre, so spricht doch keine Dame. Seid still, Blechmann. Das ist ihre letzte Verteidigungslinie. Vorwärts! Nach euch, werte Dame. Ich würde sagen... Wir sehen uns in... Ne, wir haben noch Zeit. Ne, komm hier. Hast du noch was zu sagen? Zeigt es ihnen, Jungs! Dann lass mich durch. Stahl auf Stahl! Dann wäre bei dir mal... Vorwärts! So. Na, das bringt ja gar nichts. Jetzt halt doch nicht die ganze Zeit, das nervt. So, erstmal die ganzen Bogenschützen weg. Einen Schritt weiter und euer Hals ist hackfleisch. Oh. Cool. Ja, kann ich auch. Hallo. Kämpfe hier sind in Stuttgart sind recht nervig. Seht euch selbst sterben. Vielleicht ist doch einer einziger. Oh, du wirst auch nicht mehr lange leben. Und... Tschüss. Geschafft! Die Barrikade gehört uns! Sieg! Reiler, wartet. So schade finde ich das persönlich jetzt nicht, dass sie stirbt. Die war einfach... Eine tapfere Kriegerin. Nein. Möge das ewige Feuer ihrer Seele den Weg weisen. Was ist das? Amen. Das ist ein großer Verlust für den Orden. Ich muss den Großmeister informieren. Er wurde zuletzt auf dem Friedhof im Sumpf gesehen. Mein Weg führt mich auch dorthin. Dann sollten wir sofort aufbrechen. Nein! Naja, okay, dann doch. Naja, aber wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin. Also es kommt jetzt diese Schlüsselsequenz, dann sehen wir die uns natürlich noch schnell an.
Wenn nicht, werde ich das nächste Mal da aufnehmen, weil ich habe heute sehr, sehr lange gespielt. Okay, jetzt kommt eine schöne Sequenz. Was jetzt? Ich werde mich um die Striege kümmern. Irgendwo hier ist ihr Versteck. Ich weiß nicht, ob ich euch helfen kann. In der Gegend wird erbittert gekämpft. Der Großmeister soll die Offensive persönlich anführen. Ich werde vielleicht schon bald gerufen. Ich komme schon zurecht. Ich werde euch durch die Sümpfe begleiten. Zumindest ein Stück weit. Okay. Oh! Okay. Wir müssen einfach auch so weg. Ich wollte eigentlich aufhören. Aua. Die bringt uns bestimmt um. Komm, greif an. Warte, bin ich tot? Nee. Ich wollte doch eigentlich den Part beenden. Naja. Flammenrose! Hexe, ist alles in Ordnung? Ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Ich bin Jacques de Aldersberg, Großmeister des Ordens der Flammenrose. Geralt von Riva, Hexer. Ich habe viel über euch gehört und kenne eure Taten aus einer verlässlichen Quelle. Erklärt das bitte. Geralt von Riva bittet mich um Erklärungen. Er, der sonst andere so großzügig an seinem Wissen teilhaben lässt. Vergebt mir, dass ich nicht lache. Ich habe nur den Witz nicht verstanden. Ich habe nicht vor, ihn zu erklären. Im Gegensatz zu euch bin ich ein Mann der Tat. Ich möchte lachen, wenn ich mich eurer pseudophilosophischen Reflexionen erinnere. Hexe, nur die Zeit kann uns lehren. Nur mit der richtigen Perspektive kann man begreifen, was Recht ist, wer Mensch ist, wer Ungeheuer, was das Böse ist und wie man es überwindet. Ich bin nicht in Ratestimmung. Erzählt mir doch einfach, weshalb ihr so verbittert seid. Anderenfalls sollten wir uns trennen. Verzeiht mir, ich bin manchmal etwas gereizt. Ihr müsst wissen, manchmal berichtet man mir von euren Taten und auch wenn ich sie nicht alle billige, höre ich sie doch mit Interesse. Und wie habe ich das Interesse des Großmeisters des Ordens der Flammenrose geweckt? Ich weiß gern, was in Temerien vorgeht. Das hilft mir, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Jedenfalls danke für eure Hilfe. Ihr seid zwar kein Mensch, doch es ist die Pflicht eines jeden Ritters, den Hilfsbedürftigen zu helfen. Ein Bestandteil unseres Gelübdes. Klingt reizend. Wisst ihr etwas über den Orden? Der Orden ist von seiner Basis bis zur Spitze ein Ideal. Unsere Mission, unsere Vision. Unser Ziel ist eine neue Welt, eine neue Ordnung, die nach dem weißen Frost kommen wird. Eine Welt, in der alle bekommen, was sie verdienen. Und zwar nicht durch Geburtsrecht oder Beziehungen. Eine Welt, in der die Starken den Schwachen helfen und Verbrechen, wie es sich gehört, bestraft werden. Eine Welt mit klaren Prinzipien und Idealen. Ihr müsst wissen, dass jeder uns beitreten kann, ob Bauer, Kaufmann oder gar Hexe. Ritter fordern keinen Lohn. Sie werden für Großtaten befördert.
Ein Ideal, für das es sich zu kämpfen lohnt. Ich werde an diese Worte denken. Siegfried, reiht euch ein. Wir brauchen eure Stärke und euren taktischen Verstand. Jawohl! Lasst euch nicht von mir aufhalten. Ich mag es nicht, wenn ich Leuten Gefälligkeiten schulde. Ihr habt eure Schuld beglichen. Ich verstehe das nicht. Ihr schuldet mir nichts. Unsere Pause ist beendet. Antreten! Lebt wohl. Noch ein okay. Ich gehe mit dem Großmeister nach Vizima. Ich komme euch zu Hilfe, so schnell ich kann. Bis dann. Habe ich gerade gebrannt? Gut. Ernsthaft, da kommt ihr mit sowas. Wow. Gut. Komm. So, dann nehmen wir hier noch schnell alles mit. Gotofeder, bla bla bla, Herzogswasser. Da. So. 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 Und so. Gut. Kurz die Größe ab. Druidenhöhle. Mischlingshöhle. Gut. Dann. Hier geht's also zurück dann nach Alt-Vizima. Okay. Zumindest würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Oder kommentiert, abonniert, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.